So, das war eine schöne Nacht und jetzt wollen wir gleich mal weitermachen. Die pennt immer noch. Doch, die bewegt sich noch, das ist gut. Die bewegt sich auch noch, das ist auch gut. Nicht, dass wir hier gleich zwei Leichen hier im Haus haben, weißt du, das wäre auch nicht so toll. Hm. Mal gucken. So, wollen wir hier schon auch mal, komm, hier bauen wir auch schon mal alles. Ja. Hier bauen wir schon mal die paar restlichen Baumstämme ein. Jetzt suche ich mir irgendwie mal Bäume, die sehr dicht beieinander stehen. Obwohl, ja, vielleicht da hinten. Da hinten müssen wir ja auch noch ein bisschen lichten. Mit Lichten. Mit Lichten müssen wir lichten. Ja, der Wald sieht so wesentlich schöner aus. Ich vergesse immer, das Overlay-Hebel auszumachen. Das kann man mit der Tab-Taste. Mal gucken. Ja, diese beiden. Die beiden sehen schön eng aus. Also, schön eng aneinander stehend. Nicht zu verwechseln, ne? Also. So, dann haben wir wirklich auch eine sehr gute Sicht auch Richtung See, wo wir immer unser Wasser rausholen, unser leckeres grünes Wasser. Und man braucht für das Destillieren von Alkohol übrigens kein gereinigtes Wasser. Also wir müssen dafür kein Wasser extra destillieren. Das passiert auch da drin gleich. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal geändert wird. Kann sein, könnte ich mir vorstellen. Aber solange es halt so ist, brauchen wir halt nicht extra den Schritt über den normalen Wasserdestillationsprozess zu machen. Von daher ist das auch okay so. So. Da ist er hingefallen. Und noch ein Blatt. Ja, gut. Da geht es ja auch noch irgendwo hin. Wo geht's denn da hin? Ach ja, den Berg hoch. Gut. Das sieht alles so anders jetzt aus hier, wo die Bäume jetzt weg sind. Jetzt, wo sie alle weg sind, sieht das ganz anders aus. So, dann... Ja, hier diese beiden. Die bieten sich ja auch geradezu an. Wir müssen auch nochmal in die Mine, glaube ich. Also spätestens, wenn wir uns dann Munition herstellen. Aber erst brauchen wir sowieso die militärischen Komponenten. Also eine Box brauchen wir davon noch. Die werden von Banditen als auch von diesen komischen Nachbarn hier gedroppt. Und nur ich glaube, das ist sehr random. Denn da, wo wir die aus der Garage rausgeprügelt haben, da hat einmal einer einen fallen lassen und dann beim nächsten Mal halt nicht mehr. Fand ich schon ein bisschen schade, aber gut. So. Na, Stamina wird für die beiden Bäume wahrscheinlich gerade noch so reichen. Der ist natürlich weg. Ah, wie scheiße. Mann, Gemeinheit. Na, wenigstens haben wir den einen Stamm aus dem Stamm. Aus der Baumwurzel wenigstens noch auffangen können. Okay, jetzt sind wir voll. Das ist interessant, das ist toll. Gut, jetzt können wir den einen hier nicht mehr mitnehmen. Na gut. Holen wir ihn später. Das können wir auch noch mitnehmen. Nein, können wir jetzt nicht. Da, wo es grün leuchtet. Hier sollten wir auch noch so eine Schneise hinmachen, hier Richtung, gleich hier Richtung Hütte. Aber wenigstens ist da schon mal eine Schneise drin, das finde ich super, weil so brauchen wir nicht immer extra einen Weg suchen, hier zwischen den Bäumen durch. Das ist auch ein bisschen ätzend gewesen. So, da sind wir noch drin, hier noch, hier auch, aber hier noch nicht. So, jetzt brauchen wir Nägel und Bretter, brauchen wir auch noch. En masse brauchen wir noch Nägel und Bretter, aber gut, da haben wir noch ein paar, die wir herstellen können. Erstmal möchte ich die ganzen Baumstämme hier rein verwursten. Apropos Baumstämme, wir haben jetzt keine Baumstämme mehr, ne? Toll. Können wir auch genauso gut erstmal was essen gehen. So, beim Chinesen vielleicht oder beim Griechen, mal gucken. Was gibt es denn heute Schönes? Was haben wir denn hier Schönes? Mh, lecker. Eingelegte Litschis. Mh, köstlich.
Ah, nur von Obst wird man nicht satt. Von daher schieben wir noch eine Büchse Bohnen noch hinterher. Ist natürlich Fleisch. Das dürfen wir aber unserer Frau nicht sagen, ne? So, genug trinken. Immer genug trinken. Ja, komm, das reicht. So, die leere Flasche gleich wieder hier rein. Nehmen wir die gleich mit. So. Und so werden diese Flaschen jetzt auch nach und nach alle ausgeleert. Obwohl, ich könnte auch mit dem Auto auch hinfahren, ne? Warum nicht? Können wir uns einen Weg vielleicht sparen. Wo bin ich jetzt gegenfahren? Wahrscheinlich gegen ein anderes Autowrack. Ne, ein Baum. So geht's natürlich nicht. Also wenn du mir im Weg stehst, dann stehst du mir sowas von im Weg. Es wird neblig, ne? Ja, wird gerade neblig. Gut, alles klar. Ist ja nicht schlimm. Vielleicht schaffen wir es noch. Vielleicht schaffen wir es gerade noch. Diesen Baum komplett zu fällen. Ja, ein Blatt. Das ist toll. Noch ein Blatt. Ganz toll. Noch ein Blatt. Und absolut... Was? Schon wieder? Schon wieder kein Baum? Mann! Sauerei! Betrug! Schiebung! So, da muss zu. Hier war noch irgendwo was offen. Nee, gut, alles da. Dann rein ins Haus. Und erstmal wieder abwarten. In unserem sicheren Schlafzimmer. Auf unserem tollen, sicheren Stuhl. Wir warten jetzt gerade gar nicht den Start des Nebels ab. So. Das ist die erste Stunde. Der Stuhl der ersten Stunde. So, weiter resten. Immer schön resten. So, haben wir nochmal 35 Minuten. Dann müsste es aber langsam gut sein, ne? Ja. Ja, ist wieder gut. Alles klar. Nebel überlebt. Sehr schön. Also was mit den Bäumen hier los ist, das frage ich mich jetzt echt. Dass manche einfach nicht aufgesammelt werden wollen, das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Vielleicht sollte man den Baum tatsächlich angucken, damit da tatsächlich dann auch Loks rausspawnen. Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwie manchmal das Gefühl. Zwei. Naja, war auch ein sehr kleiner Baum. Gut, dann erstmal wieder rein ins Auto. Nein, nicht Tür auf, rein ins Auto, habe ich gesagt. Dann wollen wir hier erstmal Richtung See fahren. Denn eine Seefahrt, die ist lustig. Nun, bleib stehen. So, wo ist denn jetzt der Baumstamm? Hier war noch irgendwo ein Baumstamm, da ist er. Na, wenigstens die Dinger bleiben liegen, das finde ich schon mal gut. So, hier sind nochmal zwei nebeneinander. Wir können wahrscheinlich dann ein paar mehr Bäume mitnehmen. Vorausgesetzt, unsere Stamina reicht dafür. Ist ja auch immer so eine Frage, ne? Eine Frage der Ausdauer. Gut, alles klar. Oh, und wir haben auch unsere Axt ist im Eimer. Ja gut, hätte ich vielleicht auch noch dran denken können, unser Werkzeug zu kontrollieren, zumal die Äxte hier nicht wirklich lange halten. Ja, war alles vielleicht nicht so klug gerade, aber hey. Kann man es vielleicht auch so? Nö, geht natürlich nicht. Warum denn auch? Macht ja auch gar keinen Sinn. Wir sind ja nicht Bruce Lee. Ja, gut, dann mal wieder zurückfahren. Erstmal neue Axt holen. Ach Mensch, so eine Axt. So eine Axt wäre schon was Feines. Schön. Das gefällt mir doch. So, eine neue Axt. Wir brauchen übrigens bald wieder Äxte. Ich weiß noch nicht, ob ich die wirklich selber herstellen sollte und dafür meine wertvollen Rohstoffe opfern soll oder ob wir einfach wieder ein paar sammeln. Denn so ein paar haben wir auch
durchaus auch liegen lassen irgendwo. Einfach so. Aua. Das sollte ich nicht so oft machen. So, Axt. Da. So, wie schön. Komm, den fällen wir auch gleich mal. Der wächst mir hier jetzt ein bisschen zu dicht an meinem Auto rum. Ich möchte zu gern mal wissen, was unser SUV so verbraucht. Also nicht nur an Treibstoff, sondern auch so an wertvoller Atemluft. An wertvoller Atmosphäre. Hier, das ist auch wieder nicht da, Mann. Das ist echt gemein. Weißt du, da möchte ich wenigstens die Prozente hier von unserer Axt wieder haben. Aber nee, von wegen. Pustekuchen. Kannst du pusten. Den Kuchen. Den Mutterkuchen. So, dann haben wir hier nochmal zwei Bäume direkt nebeneinander. Die nehme ich jetzt nur, weil sie sich geradezu anbieten. Und ich wünsche, man könnte auch schneller schlagen. Das wäre auch toll. Und ich... Oh Gott. Ich dachte, da steht einer vor mir. Und ich wünsche mir auch... Ah, wir sind voll. Eine Kettensäge. Eine Kettensäge wäre echt toll. Oh, ja, doch, ja, doch, ja. Na, das ist ja echt mal... Das ist ja mal voll. Ja, unseren Rucksack haben wir ja schon in der letzten Aufnahme schon voll gemacht. Also mehr Platz kriegen wir hier nicht. Leider nicht. Aber gut, welcher normale Mensch schleppt auch tonnenweise Holzstämme auch in seinem Inventar rum, ne? Also es sind wahrscheinlich nur wir. Aber wir sind auch nicht normal. Ja, so ist das. Gut, dann hier weiter Baumstämme sammeln. Nicht, wie lange die jetzt reichen werden. Wahrscheinlich auch noch nicht für den Rest der Schutzwelle. Aber für ein paar werden sie wahrscheinlich reichen. Naja, das kann man natürlich nicht mitnehmen. Das leider auch nicht. Man kann es auch nicht abbauen. Gott, oh Gott, oh Gott. Da sind wieder die gruseligen Nachbarn drin. Gut. Machen wir hier mal einfach eine Büchse auf. Eine Büchse Litschi. Warum nicht? Hier, komm, Zündkerzen nehmen wir auch mit. Ihr merkt nichts. Ihr hört nichts, ihr seht nichts. Ihr seid gar nicht da. Gut, alles klar. Ja, ich weiß nicht, wie oft wir die noch töten müssen, dass sie endlich mal tot bleiben. Aber es sind immer, sind umgewandelte Nachbarn. Die merken das wahrscheinlich nicht sofort. Na, ja, mal gucken. So, dann weiter. Bäumchen fällen, Bäumchen fällen. Bäumchen fällen für den Weltfrieden. Wer hätte das gedacht? Weißt du, überall werden die Regenwälder abgeholzt und wir holzen hier den schönen Nationalpark hier ab. Hm. Ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist, aber hey. Was soll man sonst machen, wenn überall der Tod auf einen lauert? Hm. So, packen wir hier nochmal ein paar Baumstämme rein. Vielleicht ist er jetzt auch gleich voll. Oh ja, der wird jetzt voll werden. Das ist gut. So viel passen jetzt nicht mehr bei uns in den Rucksack. Das ist... Ja gut, das ist halt so, ne? Wenn wir schon mal da sind. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich mal hier wieder was aus dem Inventar wieder rausschlürfen. So, mal gucken. Haben wir hier noch zwei dicht aneinander wachsende Bäume? Hier. Ihr beide oder ihr beide? Oder ihr beide? Ah, das weiß nicht. Könnte knapp werden. Ah, passt trotzdem gerade so. Wir müssen nur darauf aufpassen, dass bei jedem Baum tatsächlich beim Umfallen auch zugucken, damit auch die Loks gespawnt werden. Gut,
Alles klar. Schön spawnen. Ja, so ist artig. So, gut, alles klar. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch genug. Wäre zumindest wünschenswert. Mal gucken. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass das wirklich alles reicht. Ich weiß es nicht. So, mal gucken. So, so. Wie sieht's aus? Ja, würden noch ein paar reinpassen. Also von einem Baum. Einen Baum kriegen wir noch mit. Ich weiß noch nicht welchen. Irgendein, der im Weg steht, vielleicht hier irgendwo. Die kleine Trümmereiche hier können wir vielleicht mal. Weiß nicht, was ist das für ein Baum? Ist das eine Linde? Nö, ne? Sieht so aus, aber ich glaube nicht. Los, gib um. Ah ja, beim Umfallen wieder zugucken. Ja, natürlich. Aber mit etwas Glück ist unser Rucksack auch gleich voll. Ja, Rucksack ist voll, das ist gut. Jetzt bin ich zufrieden. Und ich mache immer die Tür auf. Ich weiß nicht warum. Ich möchte mich noch reinsetzen und Motor starten. So, und hier ist schön die Schneise. Oh ja, die Schneise der Vergeltung. Das ist gut. Machen wir wieder zu. Bringt auch sehr viel, wenn hier nebenan hier die Wände noch nicht fertig sind, ne? Aber hey. Achso, hier haben wir schon alles. Hier noch nicht. So, komplette. Gut. Wir haben keinen Baumstämme mehr im Inventar. Das ist ja seltsam. Das ist höchst seltsam. Ja, das dauert natürlich immer alles ein bisschen länger, bis das alles hier rübergeschoben wurde, weil man es alles manuell machen muss, aber das glaube ich auch nicht so schlimm. Ne. Hier. So, komplette. Wieder keine? Ich fasse nicht immer. Wieder keine? Oder haben wir irgendwas gerade kaputt gemacht? Nee, ne? Nö. Alles gut. Ja, es reicht natürlich alles überhaupt nicht. Aber zumindest kriegen wir ein paar mehr Schutzwälle wenigstens fertig mit den Baumstämmen. So, das können wir eigentlich gleich hier reinschmeißen. Da ist alles drin, da ist nicht alles drin. 12. Ja. Gut, so viel zum Thema Baumstämme, aber wir brauchen noch nicht mehr so viele. Das ist gut. Dann ist ja unser Schutzwall auch schon fast fertig. Das ist ja echt bombastisch. Finde ich klasse. So, wollen wir mal wieder öffnen. Die Öffnung der Tore. Ist immer sehr, sehr... Gott, Gott, Gott. Ist immer sehr angenehm und auch sehr biblisch. Vor allem biblisch. Na, gut. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz aufs Klo. Nein, müssen wir natürlich nicht. Aber ich wollte ganz gerne noch Stickies machen. Und die mache ich vorzugsweise im sicheren Häuschen. Weil es auch so viele sind. Ja, ist vielleicht besser. Sind wir wieder 72. Dafür muss ich mal wieder ein bisschen schneller klicken. Einmal die Maus richtig hinlegen. Und jetzt geht's los. Ja, 50... 60, 72, Craft Yourself, 2 Stunden, 24 Minuten, das ist auch okay. Jetzt können wir auch schon gleich wieder schlafen gehen, wer hätte das gedacht? Und wer hätte gedacht, dass unsere Stamina sogar ausreicht dafür? Meine Güte. So, Lashings machen natürlich auch noch ein paar. 5 Stück. Ja. Ja, und sonst so. Läuft irgendwie bei uns, ne? Finde ich cool. Cool. Ich sag immer Ghoul, ich weiß nicht warum. So, Sticks. 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 Noch mehr Sticks. Da ist Sticks doch. Er stickst echt an den Sticks. So, genug trinken.
Da schon wieder gleich, da schon wieder 10 nach 9 durch ist. Jetzt Viertel nach 9. Müssen wir uns auch gleich erstmal wieder schlafen legen. Junge, 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 wer hätte das gedacht? Da ist voll. Hier noch nicht. So. 5 Lashings natürlich und 13 Blätter. Ja, gut. Kann man so machen. Oh, eine Komponent. Aua. Ein Komponent. Komm, die stecken wir mal hier rein, damit wir auch wissen, was da drin war. Und die Flasche ist leer. Warum ist die Flasche schon wieder leer? Mann. Gut, jetzt haben wir fast den ganzen Schrank voll leerer Flaschen. Das ist interessant, das ist toll. Und die schläft immer noch. Die lebt noch und die steht immer, auch noch immer rum. Lebst du auch noch? Ja, die dreht sich gerade weg. Alles klar. Wir sind einfach zu hässlich. Alles klar. Gut, dann kuscheln wir noch mal ein bisschen mit der Kamera. Mit der Axt. Kamera kuscheln, weißt du? Ja, das können wir bald wieder. Ich kann bald wieder mit euch schmusen über die Kamera. Das ist gut. So. Frisch ans Werk, Mr. Freeman. Frisch ans Werk. So, mal gucken. Haben wir irgendwie Hunger oder Durst? Wir haben ein bisschen Durst. Dann wollen wir uns gleich mal hier wieder ein bisschen Wasser ins Hals kippen. Und dann passt das auch wieder.